Minecraft mit Dirk Schulze 74. Hallo und willkommen. Gestern hatten wir uns ja noch über die Computer unterhalten und ich hatte ja angekündigt, dass ich etwas über Computerviren erzählen wollte. Der erste Computervirus, zumindest in der Theorie, wurde 1949 schon auf erdacht. Das heißt, wir hatten 1945 einen Computer gebaut. Zumindest einen leistungsstarken Computer. Und die Leute, die sogenannten Bad Guys, wie sie Semper-Video immer nennt, hatten nichts Besseres zu tun, als diesen ersten Computer mit Viren zu verseuchen. Ja. Und so entstand der erste Computervirus. Programme, die die Welt nicht braucht. Auch mit Computerviren werden ja genug Geld gemacht. Ich denke mal, dass heutige Computerviren ja eigentlich auch teilweise vielleicht sogar von den Leuten verschuldet werden, die diese Virenscanner verkaufen. Und das ist jetzt nur eine Spekulation, also nagelt mich da nicht fest, dass ich jetzt hier behaupte, hier jemand, der Antivirusprogramme schreibt, auch die Computerviren dazu schreibt, damit die denn gefunden wird. Aber jedenfalls ist es so, mir kommt das manchmal so vor, als wenn man im Prinzip den Goldesel selber hergestellt hat, den man dann auch melken kann. Beziehungsweise mit deren Hilfe man die Goldesel melken kann. Denn es ist schon erstaunlich, dass es Computerviren gibt, die nur von bestimmten Virenscannern gefunden werden. Und die auch eigentlich gar nicht mal so als gefährlich eingestuft sind. Weil sie eigentlich sich nur selber kopieren und ja, und andere Virenscanner ausschalten. Also ich habe es zum Beispiel ein Computervirus drauf gehabt, der ließ sich von AVG, den Virenscanner hatte ich mal drauf, ließ sich der nicht entfernen. Dieser Virus war hartnäckig, hat eigentlich nichts weiter gemacht, als das System zu verlangsamen. Aber ansonsten war das Ding eigentlich recht harmlos. Und als ich den dann mit einer Linux-Distribution, Ubuntu, glaube ich, hatte ich da benutzt, hatte ich das Ding runtergeholt, installiere den AVG wieder neu auf das Windows-System und hatte den Virus wieder drauf. Es muss jetzt nicht unbedingt vom AVG der Fehler gewesen sein, dass der Virus da drauf war. Es kann schon passiert sein, dass die Server gehackt worden sind und dass es da eine fehlerhafte Download-Version vom AVG gab. Sowas gibt es ja auch. Und die Bad Guys schlafen ja nicht. Und ja, ich hatte den Virus drauf. Da habe ich einen anderen Virenscanner benutzt, um den Virus diesmal zu entfernen. Er war ja recht leicht zu entfernen, also die das den Virus entwickelt haben, haben da sich nicht gerade die Mühe gegeben und haben da viel mitgemacht mit dem Ding. Jedenfalls stand auf einmal drinne, nachdem der Virus war ja wieder drauf, stand mit einem neuen Virenscanner drin, ja, der Virenscanner wurde deaktiviert. Ja, da frage ich mich, warum habe ich denn
Warum wurde der Virenscanner bei AVG denn nicht deaktiviert? Ich will jetzt nicht unbedingt den AVG schlecht machen. Der AVG ist ein guter Virenscanner. Eventuell hatte der noch nicht mal mit dem Virus was zu tun. Denn gerade bei sowas muss man immer etwas vorsichtig sein, denn die Hersteller, die Virenscanner vertreiben, glaube ich nicht unbedingt, dass die für die Viren verantwortlich sind. Es werden auch Viren geschrieben, die wirklich echte Gefahr bedeuten, denn sonst würde es zum Beispiel in der Hackergruppe für Anonymous nicht geben. Wenn die keine Computerviren hätten, würden die überhaupt nichts erreichen. Und zum Beispiel ein Programm wie WinPCAP ist im Prinzip auch schon ein Computervirus. Und dabei analysiert WinPCAP eigentlich nur den sogenannten Netzwerk-Traffic. Und dieses Programm wird benötigt, um zum Beispiel Wireshare, einen sogenannten Netzwerksniffler, zu betreiben. Also jemand, der im Netzwerk schnüffelt. Und wie gesagt, da kann man zum Beispiel Computerviren aufspüren mit Wireshark. Weiß jetzt nicht genau, ob das Programm wurde irgendwann jetzt umbenannt, weil es ein sogenanntes Hacker-Image hatte und in irgendeinem Land auch als unter dem mit dem Hacker-Paragraph verboten wurde, haben sie einfach das Programm umbenannt. Im Prinzip macht das Programm immer noch dasselbe. Und es ist ein sogenanntes Admin-Tool, also ein Tool, wo ich meinen Computer sicher mache. Und dadurch, dass das eigentlich unter dem Hacker-Paragraphen steht, hat man das Programm eigentlich nur schlecht gemacht. Aber im Endeffekt macht man immer das schlecht, was den Admins, also die Server und die Computer verwalten und die Computer herstellen und so weiter, eigentlich hilft, sowas aufzuspüren. Und so ein Programm ist das Wireshark. Man kann Computerviren aufspüren, wenn man Wireshark, ja, das, was Wireshark ausgibt, auch richtig interpretieren kann. Wireshark sagt nicht, da ist ein Computervirus, sondern Wireshark sagt, dort ist Traffic von dem und dem Programm. Und wenn man weiß, dass dieses Programm eigentlich nicht auf den Rechner gehört, dann könnte man da stutzig werden. Und dann muss man überprüfen, ist dieses Programm denn ein Computervirus? Denn nicht jedes Programm, was mit dem Internet kommuniziert, ist ein Computervirus. Das war ja die sogenannte Origin-Diskussion, ob Origin den Status erfüllt, ein Computervirus zu sein. Origin ist eine Software wie Steam von EA. Und ich glaube nicht, dass eine Firma wie Electronic Arts Computerviren auf Spiele-CDs bringt oder als Download auf ihrer Webseite anbietet, denn das ist eigentlich illegal. Und das wird so eine Firma nicht machen. Dass der Origin-Client sich aber wie ein Computervirus verhalten hat, ist eigentlich schon ein bisschen bedenklich. Denn, ja, ich frage mich, was sich die Leute dabei gedacht haben, diese Software so herzustellen. Und wenn diese Software jetzt nur gescannt hätte, welches Programm von EA denn installiert ist, von Electronic Arts, dann wäre es ja auch kein Computervirus. Denn das ist ja das Recht des Spieleherstellers, sein eigenes Spiel zu schützen, also per Kopierschutz.
Und das hat man eigentlich mit der Origin-Software eigentlich machen wollen. Dass es natürlich dann in den Rechner im Prinzip ausspioniert hat, wie viele gezeigt haben, dass sie dann, ja, das Origin dann zum Beispiel beim Steuerprogramm drin war und so weiter. Da hat man wahrscheinlich einen Programmierfehler gemacht. Und man gibt sowas bestimmt nicht zu. Aber irgendwie hatten wir hier eben einen Zombie. Ich muss erst mal gucken, wo der hin ist. Ist der despawned? Jedenfalls das Schützen eigener Werke ist legal. Kann man nichts anders sagen. Das macht zum Beispiel Minecraft auch. Deswegen müssen wir uns ja, wenn wir ein Login drücken, wird von zu einem Mojang-Server verbunden. Dort wird unser Skin, den wir dabei auf der Minecraft-Net-Seite registriert haben, wird unser Skin runtergeladen und damit wurden wir verifiziert und dürfen Minecraft spielen. Viele benutzen ja eine gekrackte Version. Ich hatte übrigens auch mal die gekrackte Version ausprobiert. Der Bekrack besteht eigentlich nicht weiter nur darin, dass ja, ihr macht euer Login und das Passwort wird dann übertragen zu diesen Hersteller, die den Crack hergestellt haben. Und dann kann es passieren, dass euer Account irgendwann mal weg ist oder gehackt worden ist. Bei Minecraft ist das zumindest so. Denn jeder kann sogenannte Mods schreiben und der Crack, Minecraft Crack, ist eigentlich auch nur eine Art Mod. Und ja, ich hoffe, dass keiner meiner Zuschauer hier wirklich eine gecrackte Version einsetzt. Denn wie auch schon mal erwähnt, ich wollte mir den Backpack-Mod installieren. Also wo man so eine, ja, so eine aus Kuhhäuten solche Rucksäcke herstellen kann. Da dieser Mod aber offiziell nicht auf einer von Mojang lizenzierten Seite erscheint, sondern auf einer, ja, Art privaten Seite, bin ich mir nicht sicher, ob dieser Mod wirklich dazu gedacht ist, der macht vielleicht diesen Backpack-Mod. Aber er wird wahrscheinlich auch immer mal Verbindung zu den Servern herstellen, wo der Backpack-Mod her ist, wo er hergestellt worden ist und euer Account übertragen. Das ist zumindest denkbar. Hört sich an wie Paranoia. Aber das sind Erlebnisse, die ich schon mit Computern hatte. Und ja. Und die man nicht unbedingt weitermachen will. Zum Beispiel das Spiel Ragnarok Online. Habe ich wahrscheinlich schon öfters mal erwähnt, dass ich dieses Spiel spiele. Oder ja, gespielt habe und jetzt auch wieder spiele. Dort gibt es tausende von P-Servern. Und ich hatte den Fehler gemacht und hatte mir damals, wo ich noch auf Euro gespielt habe, hatte ich mir auf einem P-Server mit denselben Accountdaten einen Account erstellt. Ja, die P-Server-Betreiber haben damit meinen Account auf Euro komplett leergeräumt. Ja, ich weiß, ich bin dumm. Aber so weit hatte ich damals noch nicht gedacht. Und deswegen eine gesunde Paranoia, was Computer anbelangt und eure Passwörter und eure Accounts und was auch immer ist, ist angebracht. Auch eine gecrackte Version von Minecraft wird den Hersteller dieses Cracks eure Accountdaten verraten. Das ist nicht unbedingt gesichert, aber ganz auszuschließen ist dieses nicht. Und deswegen
Deswegen benutze ich nur Mods, die aus dem Minecraft-Forum existieren. Und alle anderen Mods sind für mich tabu. Denn, ja, wie gesagt, man weiß nicht, was die Mods übertragen. Und die Minecraft-Forum sind von Mojang geprüft. Denn das Minecraft-Forum wurde, glaube ich, sogar von Mojang initiiert. Also im Prinzip, die bezahlen die Server für dieses Forum. Und jeder, der Minecraft kauft, bezahlt im Prinzip dieses Forum mit. Und es gibt auch das deutsche Forum Minecraft.de. Das ist zwar für mich irgendwie mächtig durcheinander, ich weiß nicht, ich finde da manchmal gar nichts. Und ja, dieses ist, glaube ich, auch von Mojang verifiziert, also wurde von Mojang genehmigt, dass dort auch Mods veröffentlicht werden, aber ja, ich will das nicht schlecht machen. Es ist ein deutsches Forum für Minecraft und es ist, dort werden Mods angeboten und auch Support geleistet von freiwilligen Mitarbeitern von, ja, die daran freiwillig arbeiten an diesem Forum. Und dass das so unaufgeräumt ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass jeder x-beliebige da einen sogenannten Tweet, also einen Beitrag erstellen kann. Und ja, die Moderatoren, die dort die Aufsicht haben, können wahrscheinlich nicht jeden Mist, der da reingeschrieben wird, prüfen, beziehungsweise sie haben gar nicht die Zeit, jeden Mist zu prüfen. Und deswegen stehen da auch manchmal im Minecraft.de Forum stehen oft manchmal auch Unwahrheiten. Also auch dieses Reddit.com, dort wird öfters mal von Jeb, der schreibt da, und auch Notch hat da schon öfters mal einen Beitrag kommentiert oder sogar einen Beitrag veröffentlicht. Selbst dieses Forum finde ich manchmal ein bisschen, ja, übertrieben. Denn dort kann auch jeder x-beliebige irgendwas posten. Und im Minecraft-Forum, also das direkte Minecraft-Forum, habe ich irgendwie das Gefühl, zumindest wenn man dort ist, dass zum Beispiel manchmal auch ein Beitrag von einem gelöscht wird, weil dieser Beitrag schon 100.000 Mal angefragt worden ist oder nichts mit dem Thema zu tun hat oder sowas. Was eigentlich im Minecraft.de Forum, so viel wie ich weiß, noch nicht vorgekommen ist, dass da jemals ein Beitrag wieder rausgeschmissen worden ist. Und ja, etwas, was nicht stimmt, sollte man auch löschen, auch in solchen Foren. Manchmal wird auch einfach bloß Spaß gepostet, dann wird das nach 3 Tagen dann auch als sogenannter April-Scherz oder sowas rausgeschmissen. Ich habe mir da einen Scherz erlaubt oder sowas, zum Beispiel den April-Scherz hier mit den Locked Chests, die es damals, ja, 2011 im April gab, hat ja Jeb, damals noch Notch, eine Chest eingeführt, die man nicht öffnen kann in Minecraft. Die ist immer noch drin. Unter Too Many Items kann man diese Chest immer noch holen. Ich würde diese Chest jetzt benutzen, um zum Beispiel die NPC-Villagers, ja, einen Sinn zu geben. Die Locked Chest könnte man zum Beispiel so umbauen,
dass sie als sogenannten Trading Block, also als Handelsblock benutzt werden kann. Sieht aus wie eine normale Chest, kommt aber dann in jeden Villager-Haus. Einfach mal reingesetzt und ja, und wir können dann mit den Villagers handeln. Ich weiß, dass es sowas schon gibt, weil der Millionär-Mod heißt ja, glaube ich, Millionär-Mod. Keine Ahnung, wie das Ding wirklich richtig heißt. Macht im Prinzip ja nichts anderes. So, wie viele Cobblestones haben wir denn schon mal? Ja, ich denke mal, das wird noch nicht ganz reichen. So, jetzt haben wir 3 Folgen Cobblestones geformt. Und den Transport, ja, den Transport werden wir dann, ich werde machen offscreen noch ein paar Farben. Denn es reicht im Moment jetzt hier unten in der Höhle. Wir haben die Höhle jetzt hier ringsrum komplett ausgebaut. Man kann hier wunderschön in die Höhle jetzt hier reingucken, wo wir hier runterkommen. Auch hier haben wir jetzt schon ein bisschen offen. Da liegt noch ein Cobblestone. Mal schnell noch holen. Nicht, dass der nachher weg ist. Ja. Jedenfalls werde ich vielleicht noch offscreen noch ein paar Cobblestones farmen. Und dann werden wir eventuell unsere Burg weiterbauen, denn die Burg besteht jetzt im Moment nur aus einem Wachturm. Der liegt, ja, ich weiß gar nicht, in welche Richtung der liegt. Ich glaube, der liegt so zwischen den gelben und den roten in diese Richtung ungefähr. So ungefähr müsste der liegen. Und ja. Eventuell werde ich dann morgen den Transport machen. Mal alles, was wir hier haben, so viel wie ich tragen kann, mitnehmen. Und so ein oder zweimal hin und her laufen. Mache ich nicht offscreen. Wir wollen ja auch mal wieder eine frische Luft. Und dann muss ich in meinem Turm Öfen bauen und ja, dort ein paar Truhen aufstellen. Und dann sollten wir noch ein bisschen Lehm sammeln. Ich glaube, wir hatten noch Lehm. Den müssen wir dann mal in den Ofen schmeißen zum Brennen. Wie viel Eisen haben wir denn hier? Ach, das lohnt sich gar nicht, hier zu brennen. Gut. Eisen brauchen wir also nicht. Ja. Zumindest verabschiede ich mich hier erstmal. Vielleicht werde ich offscreen mal noch ein bisschen farmen. Kann ich nicht versprechen. Will ich auch nicht. Ihr solltet ja eigentlich auch alle sehen, was ich mache, damit nicht das Gerücht aufkommt, ich würde cheaten. Aber wie gesagt, ihr seht hier so eine Höhle auszubauen. Bekommt man einiges an Cobblestone, eine halbe Truhe ungefähr. Wir haben ein paar Diamanten gefunden, die uns auch wertvoll erscheinen. Die werden wir dann in unsere Scheune hochbringen. Und damit verabschiede ich mich und tschüss.